So, und dann beobachten wir das natürlich mal, was in der Woche sonst noch so passiert. Louis Herrmann steigt dann auch ein in der nächsten Woche in Wolfsburg. Kann also diese Woche auch noch ein bisschen trainieren. Und wie gesagt, er hat schon Werte, die sind auf dem Niveau von Tommy Haas. Jetzt auch kein Spieler, der unbedingt viel ans Netz rennt. Ja, der Konterspieler, aber von der Grundlinie natürlich. Ein Konterspieler rennt selten ans Netz. So, die Rückhand ist stark. Man darf die Konsequenz auch nicht unterschätzen. Wichtiger Faktor im Spiel. Boah, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir ein bisschen Taktik oder Konzentration machen, damit die Kurzzeitform nicht unter Null geht. Vor allem, weil er natürlich auch nächste Woche ein Turnier spielen muss. Tommy Haas hat jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Wir haben noch 30 Stunden übrig. Da können wir noch ein bisschen trainieren. Woran hat es denn jetzt bei Tommy eigentlich wirklich richtig gehapert? Eigentlich ist er rundrum ein guter Spieler. Wir sehen, dass bei der Rückhand die Präzision sehr gut ist. Die Vorhand ist besser geworden, ist auch härter geworden. Aber vielleicht können wir an der Präzision ja einfach auch noch ein bisschen arbeiten. Boah, die Kurzzeitform geht dann schnell runter. Geht aber auch schnell wieder hoch. Die Rückhand müsste vielleicht noch ein bisschen härter sein, wobei mir das eigentlich schon immer ganz gut gefallen hat. Den Topspin würde ich gerne noch ein bisschen trainieren. Wo wir jetzt ja wenig Topspin gespielt haben, eher immer den Slice. Und dann machen wir die letzten 5 Stunden noch für die Rückhandkonsequenz. Dann werden wir da auch immer besser. Mentale Fähigkeiten. Jetzt haben wir auch keine Stunden mehr zu vergeben. Louis Herrmann lassen wir so, damit er nächste Woche eben auch sein Turnier spielen kann. So, wir sind auf Platz 190 dann jetzt vorgedrungen. Im Race wieder auf die 119. Karriere haben wir jetzt schon 40.000 Dollar verdient. Ist nicht wirklich viel. Aber immerhin haben wir hierfür ein bisschen Kohle bekommen aufs Konto. Im Endeffekt gewinnt Krajinovic das gesamte Turnier. Also da sieht man schon, dass wir keinen ganz schlechten Gegner hatten, der auch in der guten Form war. 7-6, 7-6 gegen Facundo Bagnis. Wenn wir nochmal einen Blick auf den Baum werfen. Also. Bin ich jetzt irgendwie falsch oder? Ah, das ist die zweite Runde. Sorry, ich wollte gerade sagen, hä, wir haben doch gegen Krajinovic gespielt. Also, so rum ist es richtig. Also Krajinovic 6-1, 6-1 gegen uns. Dann gegen Goimei 6-4, 6-4. Auch Nishikori schlägt er 6-3, 7-6. Gegen Thompson. Wer ist Thompson? Connor Thompson. Dann im Halbfinale. Und im Finale gegen Facundo Bagnis gewinnt er auch in 2 Sätzen. Also nur einen Satz überhaupt abgegeben im gesamten Turnier. Muss man schon sagen, starke Leistung. Diego Schwartzmann gewinnt auf Sand in Buenos Aires in Argentinien. Und Jack Sock natürlich der beste Spieler der Welt. 7-6 gegen, 7-6 gegen Damir Čumur aus Bosnien. Bedeutet, in der Weltrangliste gibt es hier ein paar Veränderungen. Größte Veränderung: Sander Gilles aus Belgien, 31 Plätze nach oben auf Platz 89. Jewgeni Donskoi hat man auch schon länger nichts mehr gehört. Eigentlich Marius Copil aus Rumänien auf der 76. Und Benoit Paire ist jetzt rausgefallen auf, oder ja, auf Platz 81 zurückgefallen. Auch, ich finde, Benoit Paire ist ein Spieler, der ein Mega-Talent hat, auch von der Statur, von der Physis her immer an Novak Djokovic sogar erinnert. Aber ich glaube, auch einer von diesen etwas hirnverbrannten Spielern, der hat ja solche Aggressionen zum Teil auf dem Platz. So. Es geht Schlag auf Schlag, geht es hier weiter. Qualifikation, Indian Wells. Wir haben hier wirklich gar keine Möglichkeit, uns mal halbwegs zu konzentrieren und auszuruhen. Dort geht es gegen Patrutescu, Nummer 18 hier in der Setzliste. Ne, Nummer 118 der Welt. Schauen wir mal, was der bislang dieses Jahr so gerissen hat. Australian Open, Qualifikation, dritte Runde. Qualifikation in Memphis gespielt, aber auch dort ausgeschieden. Und jetzt eben die Qualifikation in Indian Wells. Wir schauen uns seine Daten mal an und hoffen, dass er nicht ganz so stark ist. Yo, die Physis ist gut. Wir haben schon mal gegen Patrutescu gespielt anscheinend. In Lanzarote auf Zement.
Sack Zement, da haben wir 6-3, 6-1 locker verloren. Das verstehe ich gar nicht genau, warum wir verloren haben. Also die Physis ist gut. Von der Grundlinie ist er okay. Der Aufschlag ist eigentlich schwach. Wir spielen jetzt natürlich auch auf einem etwas schnelleren Platz. Also das kann ich mir nicht ganz erklären, warum wir da verloren haben. Ein bisschen mehr auf jeden Fall auf die Rückhand spielen. Und der Aufschlag ist wirklich schwach. Die Physis ist halt, wie gesagt, enorm gut beim Gegner. Da müsste man drauf achten. So, und Louis Hermann ist auch am Start in Wolfsburg. Dort spielt er gegen den Argentinier Boruch Skirkir. Klar, kennt man ja. Nummer 387 der Welt, 19 Jahre alt. Bestimmt noch nicht gegeneinander gespielt. Aber dann gehen wir mal auch dort rein und sehen, Louis Hermann fängt an. Louis Hermann simulieren wir ja eh ein bisschen durch. Schauen mal, der Gegner, das sollte eigentlich kein Problem sein. Müsste eigentlich in zwei Sätzen locker durchgehen. Da sehen wir es auch, 6-1, 6-1. Louis Hermann in der zweiten Runde der Qualifikation in Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob der ICE gehalten hat in Wolfsburg, aber wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Hat man ja häufiger mal, dass man irgendwo liest, der ICE hat in Wolfsburg wieder nicht gehalten. Als ich in Bielefeld war, habe ich ja gedacht, dass das passieren könnte. Aber der Zug hat gehalten. Haben wir den Gag auch untergebracht. Ich glaube, die Bielefelder hassen es einfach, wenn man so redet. Könnte jetzt gerade ein bisschen schlecht sein mit der Kurzzeitform für Tommy Haas. Aber Louis Hermann muss jetzt eh erstmal spielen und Tommy kommt dann eh erst später dran, eine Woche später, glaube ich sogar. Gerade ein bisschen den Überblick verloren mit den ganzen Spielen, die da dauernd kommen. Wolfsburg-Qualifikation müsste jetzt in der Vorwoche sein. Also Tommy ist jetzt schon mal nach Indian Wells gereist, aber hat dann quasi erst nach Louis Hermann überhaupt seine Qualifikation. Außer Louis Hermann kommt jetzt im Hauptfeld ins Finale, wenn ich das richtig verstanden habe. Den Gegner, den können wir aber mal sowas von knicken. Außer dem Aufschlag kann der gar nicht. Und da haben wir es auch wieder. Louis Hermann ist einfach jetzt auch schon zu gut für diese Art von Turnieren. Aber der Gegner hält sich gut. Tiebreak. Wer hat die besseren Nerven? Louis Hermann mit dem Mini-Break 6-3-7-6. Knapper gewesen als gedacht, aber er schafft es gegen Francisco Vita. Viertelfinale in Wolfsburg. Ah, es ist auch nicht die Qualifikation, die wir hier spielen. Mei, oh mei. Da muss man wirklich noch aufpassen. Also jetzt Anfang der Woche, Tommy Haas spielt quasi ab Freitag. Je nachdem, wann Louis Hermann dort jetzt mit dazu kommt. So, wir machen nochmal ein bisschen Pause mit Tommy. Gehen wieder rein ins nächste Match. Louis Hermann im Viertelfinale in Wolfsburg gegen Martins Rokens aus Lettland. Jetzt hätte ich beinahe Litauen gesagt. Und das könnte schon ein Gegner sein, der uns überlegen ist. Der uns deutlich überlegen ist. Nummer 524 der Welt, 18 Jahre, Riesentalent, würde ich mal sagen. Vorhandstark in der Präzision, ansonsten Rückhand nicht ganz so präzise, aber trotzdem richtig guter. Mann, 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 den muss man erstmal schlagen. Schauen wir mal, was Louis Hermann da machen kann. Erstmal alles in der Reihe. Jetzt geht es in Tiebreak. Da ist das Mini-Break sogar für Louis Hermann. 5-3, das Re-Break. Und 6-7 den ersten leider verloren. Aber ganz, ganz enges Höschen gewesen. Und da das Break. Also 6-7, 4-6. Martins Rokens aus Lettland, Litauen. Ich glaube, es war Lettland. Schlägt dann Louis Hermann im Viertelfinale von Wolfsburg trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Jetzt geht es direkt weiter zum Future Event in die Schweiz. Also da ruht sich auch keiner hier aus. Wir sehen, dass Rokens jetzt im Halbfinale gegen Palosi spielt, gegen den wir ja mit Tommy Haas schon mal, ich glaube, gewonnen haben. Schade, das wäre natürlich für Louis Hermann ein Gegner gewesen, den wir hätten schlagen können. Genau, in Brisbane war das. Da relativ deutlich 6-3, 6-1. War aber, glaube ich, sogar ein ganz nettes Spiel gegen Nancy Pelosi. Jetzt habe ich das Tableau weggemacht.
Wahrscheinlich, weil ich zu weit vorgescrollt habe, zu weit zurückgescrollt habe. Das Spiel reagiert noch. Da haben wir Glück gehabt. So, Andy Murray immer noch schmerzverzerrt zieht er das hier durch. So, wir haben immer natürlich immer noch nicht genügend Geld, um uns hier irgendwas zu verdienen. Dafür sind unsere Spieler auch nicht gut genug. Wir haben 4.800. Können nach wie vor natürlich Trainer verpflichten, aber die müssen unsere Spieler dann, glaube ich, bezahlen. Das machen wir dann vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Gehen mal zum nächsten Match. Und jetzt müsste Tommy Haas dann eben auch endlich dran sein in Indian Wells. Ja, so ziemlich das größte Turnier, was wir bislang gespielt haben nach den Australian Open. Wir sehen, dass wir den Hardcourt sehr, sehr gut gewöhnt sind. Danach geht es dann allerdings auf die etwas langsameren Sandplätze. Da wird die Umstellung dann wieder schwieriger werden. 190 der Welt sind wir. Wenn wir hier das Hauptfeld erreichen sollten, wäre ein Träumchen. Gegner Fabian Patrutescu haben wir schon gesehen. Ziemlich guter, der von den mentalen Fähigkeiten schwach ist. Die Rallye ist okay. Da spielen wir ihm mehr in die Rückhand, weil eben die Vorhand sehr, sehr hart ist. Aber da können wir ihn schön ins Laufen bringen. Nummer 118 der Welt, also nicht ganz, ganz schlecht. Kein besonders guter Netzspieler. Er geht aber eh nicht so häufig ans Netz und die Spezialschläge sind auch nicht besonders stark. Also mehr in die Rückhand. Und der Aufschlag ist beschissen. Das merken wir uns schon mal. Das machen wir sowieso immer höher. Auf jeden Fall sehr, sehr, wenn möglich, in die Rückhand. Aber na, okay, ich nehme den Wert mal ein bisschen niedriger. Und den ersten Aufschlag spielen wir wieder etwas schneller. Den Rest lassen wir erstmal so. Wir müssen da jetzt nicht wieder den Slice, das Slice-Gedöns auspacken. Ordentlicher Kick. So, jetzt wieder ein bisschen anderer Hartplatz, natürlich auch nicht mehr in der Halle. Andere Gegebenheiten, der Wind spielt eine Rolle, die äußeren Faktoren sind natürlich ein bisschen stärker, aber der Unterschied ist nicht ganz so groß. Sehr schön. Da sehen wir ganz, ganz andere Vorzeichen. Wir können viel, viel mehr Druck machen, als das jetzt beim Gegner die ganze Zeit der Fall war, beim Serben. Aber Krajinovic, der dann gleich einfach mal das komplette Turnier gewonnen hat, ist natürlich eine Hausnummer, die wir. So weit können wir gar nicht zählen. Da können wir Schuhe ausziehen, die Hose ausziehen. So viele Zahlen kenne ich gar nicht. Super. Und der Ball, der ist weg. Und der kommt auch nicht wieder. 1 zu 0, gar kein Problem. So, den ersten Aufschlag haben wir schon mal verschwitzt. Da gehen wir richtig, richtig aggressiv drauf. Und dann müssten wir Patrutescu hier doch eigentlich ganz gut schlagen können. Weiß gar nicht, wie konnten wir denn gegen Patrutescu verlieren in Rimini? Oder nicht in Rimini, in Lanzarote war das. Wie konnten wir denn da verlieren? Nein, da ist wirklich nicht viel dahinter beim Gegner. Jetzt müssen wir beim ersten Aufschlag nochmal sagen, dass wir da auch viel, viel mehr reingehen. Das wäre es gewesen. 15-30. Schauen wir mal. Breakball jetzt für Tommy Haas. 30-40. Der Rumäne dribbelt like Djokovic. Super. Also 2-0. Das müsste wieder schöner in unsere Richtung gehen. Da kommt auch schon der nächste Breakball bei 15-40. Da brauchen wir gar nicht die
ganz große Taktikkiste auspacken. Da geht's weg. 4-0. Der erste Satz ist klar bei uns. Tommy Haas natürlich auch auf langsam auf dem schnellen Belag extrem gut in Form. Umso schlimmer wird die Umstellung dann gleich werden, aber die haben natürlich alle, bis auf die Spieler, die jetzt in Südamerika die Sandplatzsaison gespielt haben, was ich immer nicht so ganz verstehe. Aber Dominic Thiem ist so ein Spieler, der gerne auch immer die Sandplatzturniere dort mitnimmt und dann eben Indian Wells in Miami häufig nicht ganz so stark ist, aber ohne das jetzt zu 100% zu wissen, ob das immer der Fall war. Also erster Satz 6-0, zweiter Satz wird ähnlich laufen. Wir gehen mal zum Ende des Satzes, sehen wir 3-0, 4-0, 5-0 und dann gehen wir zum Matchball. Dann können wir uns das Spiel schenken, 30-40, Matchball Tommy Haas. Das war der erste Doppelfehler überhaupt, aber ich glaube, er hatte auch einfach keine Lust mehr. Fabian Patrutescu hat schon bessere Tage gesehen, 8 Punkte hat er gemacht. Ach Mensch, man kann hier ja noch runterscrollen. Ja gut, das wollen wir uns aber gar nicht alles durchschauen. Aber vielleicht für andere, für 5-Satz-Matches dann irgendwann natürlich ganz interessant, wenn man dort total in die Statistik reingehen möchte. Zweite Runde, jetzt geht's aber los. Denis Shapovalov ist jetzt unser Gegner, da traue ich mich gar nicht zu schauen. Na, nicht wirklich gute Werte bei Denis Shapovalov. Muskeltonus sollte häufiger mal ins Solarium gehen wahrscheinlich. Ach herrje. Also Denis Shapovalov, da sieht man, warum der so weit zurückgefallen ist. Er verteidigt zumeist angeblich. Ja, weiß gar nicht, wie ich Denis Shapovalov einkategorisieren würde. Hm. Aber schönes Ding. Also Denis Shapovalov in der zweiten Runde Indian Wells. Er wird wahrscheinlich keine besonders guten Ergebnisse haben. Bislang. Nee, überall eigentlich in der ersten Runde raus. In Brisbane hat er die zweite Runde erreicht. Ansonsten aber Australian Open raus. Montpellier dann nur noch Qualifikation gespielt. Und jetzt nach Rotterdam sogar auf Platz 184 der Weltrangliste abgerutscht. Also er ist gar nicht mehr viel besser, als wir es sind. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf. Ach, wir müssen nur 2 Runden spielen. Wenn wir Denis Shapovalov schlagen, sind wir im Hauptfeld in Indian Wells. Das wäre natürlich ein Riesending. Unser allererstes richtig großes Masters-Event. Sehr, sehr geil. So, Louis Herrmann, Bruce Foxworth ist nach wie vor verletzt und trainiert so ein bisschen vor sich hin. Aber wie gesagt, wenn ihr noch die anderen eher auch sehen wollt, auch Louis Herrmann häufiger mehr mal, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Freue mich da sehr drüber. So, wir gehen ins nächste Match rein. Dann jetzt gegen Denis Shapovalov und machen nochmal Yoga, die 2 verbliebenen Stunden. Die Kurzzeitform geht hoch. Schauen uns nochmal seine Werte an. Die Konsequenz ist gut. Wir werden mehr in die Rückhand spielen, weil die Härte und die Präzision schwach ist. Der Aufschlag ist schwach, die Rückhand ist nicht besonders gut, die Konsequenz ist natürlich da, aber die mentalen Fähigkeiten, wer auch immer diese Werte hier eingestellt hat, da bin ich nicht so ganz glücklich mit, weil Denis Shapovalov ja schon ein sehr, sehr talentierter, ich glaube der jüngste Kanadier oder sogar der jüngste Spieler in einem Halbfinale bei einem Master Series Event in den letzten Jahren. Damals war das Montreal, auf jeden Fall irgendwo in Kanada war das, wo er gegen Zverev damals im Halbfinale gespielt hat, als Zverev das Turnier auch gewonnen hat. Nachdem er Washington gewonnen hat, hat er dann, glaube ich, Montreal gewonnen und dann in Cincinnati, glaube ich, dann in der ersten Runde raus oder zweite Runde, weil er erste Runde freilos hatte. Das war eine sehr, sehr starke Turnierphase damals von Alex Zverev. So, Denis Shapovalov, wir hauen die Rückhand ihm um die Ohren und spielen auf eben selbige. Ich kann heute echt nicht reden. Ganz, ganz schrecklich. Achso, hier Aggressivität beim Return. Das war ich gerade schon. Wir gehen natürlich erstmal in die Rallye und schauen, dass wir da schön aggressiv spielen. Auf jeden Fall häufiger in die Rückhand. Schön an die Linien ran, aber so, dass wir es später noch erhöhen können. Beim Aufschlag gehen wir schon beim ersten Aufschlag dicht ran. Versuchen auch da schon was zu machen. Eben auch aggressiver ranzugehen. So, den Rest würde ich erstmal lassen bei den Spezialschlägen.
Also schöne Sache gegen Denis Shapovalov, Indian Wells quasi finale Qualifikation. Aber wir sehen Tommy Haas, wir haben ihn ja auch noch ein bisschen trainiert, er wird langsam immer besser. Mensch, der kleine Kanadier da oben. Ich bin ganz optimistisch, dass das klappen müsste. Da hätte mit der Rückhand eigentlich schon mehr passieren müssen und den haut er dann knapp ins Aus. Ja, genau, wir gehen ein bisschen durch. Jetzt zwei Matchball. Ja, bin schon viel weiter. Es ist wie wenn die Kunden bei uns früher immer in den Laden gekommen sind, die Omis gesagt haben, ja, mein Neffe ist 5, aber ich hätte gern ein Buch ab 12, weil er ist ja schon viel weiter. Alles hochbegabte Kinder nur noch. Tommy ist auch schon viel weiter, er ist schon beim Matchball. Der Chuck Norris des Tennissports holt sich das Break zum 1 zu 0. Game Player One. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht. Ach, wir müssen den Aufschlag gar nicht risikoreicher machen. Denke ich mal. Wir müssen da gar nicht viel einstellen. Surf and Volley würde ich mal ausschalten. Das muss nicht unbedingt sein, weil wir von der Grundlinie auch völlig dominant sind. Und beim zweiten Aufschlag muss auch nicht sein. Ich habe das Gefühl, dass wir Tommy gerade beim Aufschlag 15 leicht, leicht irritiert haben. Sehr gut. Also alles easy peasy. Nächster Breakball gegen Denis Shapovalov, der in diesem Spiel wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Da muss er sich schon sehr, sehr stark verbessern. Aber er trifft ja eigentlich keinen Ball, wenn man ehrlich ist. Das wird nichts werden. Na, da war er knapp dran. Wahrscheinlich Tommy Haas einfach mal gnädig gewesen und ihm 3 Punkte geschenkt, aber dann kam nichts mehr. Ach komm, der war doch dran. So, nächster Breakball. Wir halten uns da gar nicht lange auf, schauen uns aber die wichtigen Punkte an. So wurde sich das ja auch gewünscht. Finde ich auch immer ganz schön, dann wenigstens sich die Highlights anzuschauen. Und der geht noch drauf. Aber schöner Ballwechsel, da muss man jetzt sagen, da war Abwechslung drin. Viel Topspin auch beim Gegner dabei. Der Ball springt hoch ab, hat Tommy aber gut gelöst. Jetzt der Satzball zum 6 zu 0. Würde ich sagen, eine ganz passable Qualifikation von unserer Seite bislang. Und fort. Weg damit. 131 Stundenkilometer schnell. So, da sind wir wieder oben angekommen. Also, erster Aufschlag ist nach wie vor nicht unsere Stärke. Er wird immer schneller. Es wird immer mehr zur Waffe. 10 Punkte sogar für Denis Shapovalov. 24 Winner. Das ist schon enorm. Also wir haben von 26 Punkten haben wir 24 selber gemacht. Der Gegner darf gar keine Fehler machen. Wahnsinn. Und dann natürlich die nächsten drei Breakbälle. Wir müssen da jetzt keine künstliche Spannung aufbauen. Da wird nicht viel passieren von Seiten des Kanadiers. Und dann schauen wir uns den Matchball an. 3 an der Zahl für Tommy Haas zum Einzug ins Hauptfeld. Da haben wir Glück gehabt mit der Auslosung. Und dann ist es auch um den Kanadier geschehen. Also Denis Shapovalov in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was die Entwickler gegen Denis Shapovalov haben. Auf jeden Fall haben sie ihm keine guten Werte an die Hand gegeben. Ich hatte ein bisschen Schiss, als ich den Namen gelesen habe, weil ich gedacht habe, oh, das wird wahrscheinlich eher nichts werden.
Aber wir haben uns qualifiziert. Also, Indian Wells, wir kommen. Sehr, sehr schön. Wer ist denn noch mit dabei? Alec Deckers. Gegen den haben wir auch schon gespielt und gewonnen damals. Relativ deutlich. 6-1, 6-1 in Zagreb war das in der Qualifikation, wo wir dann ja in der nächsten Runde ausgeschieden sind. Relativ deutlich unsererseits. Also, wir kriegen momentan nicht so richtig hin, enge Spiele zu kreieren. Und wenn man runterscrollt, dann sollte man einfach lassen, weil dann verschwindet irgendwie alles. Vielleicht verstehe ich aber auch irgendwas nicht gerade. Also Tommy Haas, Indian Wells, sehr, sehr gut durchgekommen durch die Qualifikation. Das Hauptfeld traue ich mich jetzt fast gar nicht an, mir anzuschauen. Wahrscheinlich spielen wir gegen Rafael Nadal. Wäre natürlich schön. Jetzt werfen wir aber erst noch einen Blick auf die Turnierplanung für die kommenden Wochen. Indian Wells, wie gesagt, aktuell. Dann ist Indian Wells und Miami dauert ja immer 2 Wochen. Das sind ja quasi die größten Master Series Events. Und Miami werden wir bestimmt auch wieder in die Qualifikation müssen, außer wir kommen jetzt hier ins Viertelfinale. Dann kriegen wir vielleicht eine Wildcard, weil wir uns so gut anstellen. Also dann Miami. Dann lassen wir erstmal eine kleine Pause, steigen dann, finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir nach Miami dann einfach in Houston spielen. Ja, ist dann die Frage. Miami ist in der 12, 12, 13 ist Miami. Wir werden wahrscheinlich aber vielleicht schon in der 11 ausscheiden oder dann eben in der 12 in der ersten Runde. Da müssten wir schauen, ob Houston wirklich so die richtige Variante ist, weil wir müssen ja hin und zurück reisen. Dann wäre es vielleicht doch besser, wir lassen Houston raus und kommen nach Miami zurück und machen dann die europäische Sandplatzsaison. Dann lassen wir nach Miami erstmal ein bisschen Pause. Und wie wäre es denn, wenn wir in Monza mal ein Challenger-Turnier spielen? Und dann kommen so kleine Sandplatzturniere. Casablanca. Lassen Monza raus. Dann können wir lieber ein bisschen trainieren und spielen dann vielleicht in Casablanca. Das ist natürlich nur ein sehr kleines Hauptfeld, aber normalerweise ein Turnier, was nicht ganz so stark besetzt ist. Monte Carlo ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Ist auch nur ein 64er Feld, kein 128er Feld, wie jetzt aktuell in Indian Wells. Da wird es schwer, in die Qualifikation reinzukommen. Wir versuchen mal Casablanca. Ich weiß, dass das uns jetzt sagen wird, du bist zu blöd, um daran teilzunehmen. Probieren es trotzdem mal. Dann habe ich natürlich München genommen. Das könnte ganz spannend werden. Und dann lassen wir hier drin eben auch nochmal 2 Wochen Pause und trainieren Tommy. Ein bisschen für die Weltrangliste natürlich nicht ganz so gut. So, trauen wir uns einen Blick zu werfen? Nämlich Louis Herrmann spielt jetzt. Das wusste ich jetzt nicht. Qualifikation in der Schweiz beim Future Event. Ach, wir haben ihn auch fürs Doppel mit eingetragen. Stimmt. Das ist aber schon länger her, dass wir das gemacht haben. Also Louis Herrmann hauen wir jetzt auch ein bisschen ins Doppel rein, damit er da Erfahrung bekommt. Habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Mal schauen, ob da was geht. Sieht erstmal ganz gut aus. Hermann und Giesbert könnte auch eine richtig geile, so eine Comic-Serie sein. Hermann und Giesbert. So zwei Nerds, die die erste Liebe entdecken und dauernd nur tollpatschig durch die Gegend stolpern. Super. Das war das beste Qualifikationsturnier, was ich jemals gesehen habe. Aber wir haben es geschafft. Mit Blut, Schweiß und Tränen haben wir das geschafft. Darf man das so formulieren? Ich glaube nicht. So, vielleicht erfahren wir jetzt, was mit Tommy Haas passiert. Wir hätten noch 8 Stunden übrig beim Training. Bei Louis Herrmann sind es nur noch 2. Die können wir dann gleich vor dem nächsten Match verpulvern. Genau, wir gehen in die nächste Woche rein und sehen, 192 ist jetzt unser Ranking. Wir sind also ein bisschen gestolpert. Im Race sind wir auf die 135 abgerutscht, aber jetzt Indian Wells mit ein bisschen Losglück. Vielleicht erreichen wir die zweite Runde und dann gibt es ordentlich Kohle. Louis Herrmann ist auf die 390 vorgedrungen, hat in Wolfsburg ja das Viertelfinale erreicht. Im Race ist er auf Platz 125, also quasi vor Tommy Haas. Das ist nicht zu unterschätzen, aber wir spielen natürlich jetzt auch schon relativ früh ATP-Events und müssen jetzt auch mal ein paar Challenger mit einstreuen. So, generell in Dubai, Acapulco und Delray Beach gibt es Ergebnisse. Doppel interessiert mich persönlich nicht so sehr. In Dubai gewinnt Dimitrov gegen Raonic oder Raonic.
wie die Kanadier dann wahrscheinlich immer sagen, ich sage immer Raonic, Acapulco, Djokovic wieder gegen Carreño Busta, der auch sehr, sehr gut in Sandplatzform ist. Bernard Tomic schlägt Carlos Cardenas. Mensch, das ist einer, den hatten wir doch schon mal vor der Flinte, dachte ich. Oder war das dann, wo ich die Aufnahme, wo mein Speicherstand weg war? Stimmt, wir haben zwar schon mal gegen ihn gespielt, aber ich glaube, das war in der Aufnahme, die quasi mit dem verlorenen Speicherstand irgendwie ein bisschen übereinander gekommen ist. Ich schaue gerade mal ganz kurz, ob die Aufnahme läuft. Das sieht alles gut aus. Und jetzt sind wir dann auch schon im Turnier drin. Das ist immer so, wenn ich kurz mal raustappe, dann haut mich das Spiel einen Schritt weiter. Das hat auch schon dazu geführt, dass ich eben wie zu Beginn der Aufnahme aus Versehen mal die zweite Runde in Marseille erreicht habe in der Quali. Wir spielen sehr, sehr interessant gegen Cedric Marcel Stäbe.